Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Ich habe heute Franzbrötchen für euch. Ihr kennt sie noch nicht, dann wird es aber unbedingt Zeit. Franzbrötchen sind Hefeteilchen, die mit Butter, Zimt und Zucker gefüllt sind. Wenn ihr Zimt und Zucker genauso liebt, wie ich das tue, dann ist das richtige Rezept für euch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem heutigen Video. Wir benötigen 500 Gramm Mehl, 70 Gramm Zucker, ein Ei der Größe M, ein Teelöffel Vanilleextrakt, alternativ könnt ihr auch ein Päckchen Vanillezucker verwenden, einen halben Würfel Hefe, eine Prise Salz, 250 Milliliter zimmerwarme Milch und 70 Gramm weiche Butter. Für die Füllung benötigen wir 70 Gramm weiche Butter, 70 Gramm Zucker und 2 Teelöffel Zimt. Zuallererst bereite ich diese auch zu und stelle sie mir dann beiseite. Hier gebe ich einfach die 2 Teelöffel Zimt zu dem Zucker und verrühre das Ganze. Für den Teig kommt das Mehl in eine Rührschüssel. Die Hefe wird dazu gebröselt. Anschließend kommt der Vanilleextrakt, das Salz, Zucker, die weiche Butter und auch die Milch dazu. Und das Ganze wird etwa 6 bis 8 Minuten mit dem Knethaken der Küchenmaschine zu einem schönen glatten Teig geknetet. Wenn ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch von Anfang an mit dem Handmixer, mit den Knethaken und anschließend mit den Händen verkneten. Sobald sich der Teig vom Schüsselrand löst, nehmt ihr ihn raus, formt ihn zu einer Kugel. Ich falte dazu die äußeren Ränder immer nach innen in die Mitte ein. Und lege den Teig in die leicht bemehlte Schüssel und lasse ihn an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen. Nach der Gehzeit bemehle ich mir meine Arbeitsfläche ganz leicht mit Mehl. Gebe den Hefeteig darauf und rolle ihn schließlich mit dem Nudelholz aus. Ich rolle ihn zu einem Rechteck von ca. 30 x 50 cm aus, bestreiche dieses nun mit der weichen und zimmerwarmen Butter . Ich lasse am oberen Rand etwa 5 cm frei, wo mein Teig nachher zusammenklebt. Anschließend wird der Zimtzucker komplett auf die Oberfläche gestreut. Dann wird der Teig zusammengerollt
Aufs obere Ende gebe ich jetzt etwas Wasser, rolle meine Schnecke fertig ein und so bleibt der Hefeteig auch kleben. Dieser wird nun in etwa 12 gleich große Trapeze geschnitten. Anschließend nehmt ihr euch die Stücke, legt sie mit dem breiten Ende auf das Backpapier, sodass das breite Ende unten auf dem Boden ist und das schmale hier oben frei liegt. Mit einem Holzlöffel wird nun der Teig feste in der Mitte nach unten gedrückt, sodass er rechts und links herausquillt. Anschließend werden die Franzbrötchen noch einmal abgedeckt und müssen für 10 Minuten ruhen, bevor sie dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 20 Minuten gebacken werden. Selbstverständlich findet ihr das Rezept zum Nachlesen auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de. Den Link dorthin findet ihr hier oben in der Infocard und natürlich auch unter dem Video in der Infobox. Schaut auf jeden Fall auf meinem Blog mal vorbei, da könnt ihr euch das Rezept nochmal genau nachlesen. Und wenn ihr dennoch Fragen habt, dann dürft ihr mir natürlich gerne in die Kommentare eure Fragen stellen. Ich freue mich, dass ihr mir heute zugesehen habt und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.